Hallo zusammen. Ja, ich sehe aus, ja, als wenn es hier schon der größte Wintereinbruch wäre. Aber es ist leider ein wenig heute Morgen frisch hier auf dem Acker. Ja, zieht hier der Wind ein bisschen, deswegen ja, habe ich jetzt die Kapuze auf. Aber dennoch, ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Video mit mir. Ja, ich bin heute mal wieder unterwegs, hab zum Glück einen freien Acker gefunden, ja, und versuche heute mein Glück mal wieder ein paar schöne römische Sachen zu finden hier. Ja, ich bin wieder mit meinem Deus 2 unterwegs, mit der 22,5 cm großen Serienspule. Habe immer noch meine alte Software drauf, die V07.1. Ja, und hoffe, damit auch weiterhin Erfolg zu haben. Vorab bedanke ich mich bei meinem Sponsor Tim von Detektoren-shop.de. So, wir werden jetzt, ich schalte jetzt meinen Deus ein. Ich nehme euch dann mit. Dazu muss ich dann gleich die Kamera drehen. So, ich drehe die mal. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt, weil ich habe jetzt noch immer das Frontbild an. Hier seht ihr die 071 ist drauf. So, ich werde auf Kopfhörer, was heißt ja auf Lautsprecher und habt ja einen Kopfhörer auf. Ich muss einen Kopfhörer anhaben, weil zu wenig einschätzt. Das ist mein Ackerprogramm. Das Ackerprogramm habe ich mit dem Werksprogramm General mir erstellt und wir werden erstmal ins Menü gehen für alle. So, den Disk habe ich hier auf dem Acker auf 5.0. Die Experteinstellung ist ein Dreiton. So, die Töne am Einzelnen brauche ich euch nicht zu erklären. Das ist immer eine Vorliebe von jedem Einzelnen, die einzustellen. Den Sens auf 96. Die Frequenzweiche steht jetzt momentan auf 5. Die Eisenlautstärke auf 1. Ja, für die ist nicht wichtig, lasst immer Eisen an, um ich sag mal Mischsignale zu erkennen. Wenn jetzt ein kleines Bronzeteil neben einem Eisenteil liegt, dann habt ihr ein Mischsignal. Wenn nicht, könnte so ja sein, dass das Eisen das kleine Buntmetall ausblendet. Reaktionszeit auf 2, das habe ich auch schon so oft erklärt. Der Deus 2 ist viel schneller als der Deus 1 in der Signalerkennung. Ja, Signalverstärkung auf 4, deswegen auf 4. Man könnte sie höher setzen, hat damit dann auch bessere Signalstärken, Wiedergaben, aber man hat keine Unterscheidung mehr, ob ein Pfund an der Oberfläche liegt oder noch im Boden. Ich möchte gerne wissen, ob mein Pfund oberflächlich liegt oder noch im Boden selber ist. Deswegen die Signalverstärkung nur auf 4. Höher zu setzen wäre nur dann zum Vorteil, wenn ihr einen Hortfund gemacht habt, um dann wirklich, wirklich alles zu finden. Ja, so, wir werden jetzt den Bodenabgleich machen. Den Bodenabgleich, den werde ich machen mit der Pinpointer-Taste. Das heißt, also ich drücke die Pinpointer-Taste so wie jetzt und werde gegen den Boden von 30 cm Höhe bis zum Boden hin die Spule bewegen, bis der Ton weggeht oder fast weg ist. So, ich habe jetzt hier einen 83er Bodenabgleich und ja, ich merke auch, er ist ziemlich ruhig und ich fange an zu suchen. Und wenn ich beim ersten Signal hole ich euch wieder mit dazu. Also bis gleich dann. So, da bin ich beim ersten Signal, ein 57er Signal. Schwenkt ein bisschen nur hin und her. Ja, jetzt bin ich schon hier bestimmt dreimal den Acker rauf und runter gegangen und wie gesagt, erstes Signal. Der Acker ist auch frisch. Ja, ich würde mal sagen, der ist gepflügt worden. Der ist ziemlich locker noch im Boden her, also schwer zu begehen. Na? Na, wo haben wir es? Da irgendwo. Na? Ja, wird ein kleines Signal. Ja, ist auch ein Stück Bronze. Ich denke mal ein Stück Blech. Was anderes würde es nicht. Oder ist es was? So, ihr wundert euch, wie ihr mich jetzt hier seht. Ja, die Kamera hat sich abgeschaltet, obwohl ich die Akkus alle voll habe. Jetzt sind die Akkus wohl richtig platt, warum auch immer.
So, das ist das Teil, was ich gefunden habe. Und ich könnte mir vorstellen, hier unten seht ihr vielleicht da, ja, so einen kleinen Haken. Ich denke mal, das wird ein Stück von der Fibel sein. Das wird der Nadelrast gewesen sein. Ja, aber, ja, das ist mein erstes Signal. Okay, dann werde ich das jetzt weiterhin wieder mit dem Handy filmen. Zumindest für heute. Es wird ein kurzes Video geben, weil ich habe jetzt keinen Bock, jedes Mal das Handy rauszuholen. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis dahin. So, hier bin ich. Jetzt muss ich alles natürlich erstmal so. Hier seht ihr, hier habe ich ein 72er Signal. So, jetzt muss das alles natürlich mit einer Hand gehen. Sonst funktioniert das nicht. Das muss ich graben und euch dabei halten. Und das ist das, was ich sage. Mit dem Handy filmen ist scheiße. Oder man hat direkt mit dem Handy, sag ich mal, die Möglichkeit, das irgendwo dran zu machen. Nur jetzt habe ich keine. Jetzt muss halt alles mit einer Hand gehen. So, der Fund ist draußen. So. Ach, das ist ein Scheiß, wenn die Akkus leer gehen oder kaputt sind. So, wo haben wir es hier? Ist es schon? Oh, ich sehe es, ich glaube, jetzt lasse es eine Münze sein. Ja, es ist eine. Oh, und ich glaube, das ist auch ein richtig geiler Volley. Ah, ja. Ja, also die Qualität ist top. Könnt ihr ja schon so sehen. Gut erhalten, auf jeden Fall. Okay, dann, ja, wie gesagt, zweites Signal, Volley. Ich hoffe, so kann es weiter eigentlich gehen, aber das glaube ich natürlich nicht. Das war wieder purer Zufall. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Signal wieder. Bis nachher dann. Tschüss. Ja, da hatte ich ein total beschissenes Signal gehabt. Und ich denke gerade mal an. Und ich weiß noch nicht, was es ist. Ihr seht es auch nur so wie ich. Gerade das Grüne rauskommen. Bin ich jetzt mal gespannt, was das ist. Okay, das ist nur ein Nadelkopf. Aber es wäre ja schön gewesen, wenn ich den jetzt natürlich live für euch ausgegraben hätte. Aber, wie gesagt, das Signal war so beschissen. So ein Mischsignal war das gewesen. Und ich denke mir mal, ja, der ist ziemlich gut durchpatiniert und dadurch natürlich auch, wie ihr jetzt hier seht. Ja, ich sag mal, ja gut, das ist ein Stück Geschichte. Ich sag jetzt mal besser nichts mehr. Ja, okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Signal wieder. Bis später. So, hier bin ich wieder. Hier habe ich ein 76er Signal. Gut hier vorne irgendwo bei. Ja, ich lege den Detektor wieder ab. Weil mit einer Hand funktioniert das so nicht. So, wird auch nicht arschtief sein. Ich denke mir mal. Ja, hier mal nochmal zur Sicherheit. Ändert Loch rein. So, ihr seid ja mit dabei. Jetzt das Telefon in die andere Hand. Und dann geht es los. Ach, das ist echt. Ja. Doch, ist draußen. Na, wo haben wir denn? Ein ganz kleines Signal. So, ich glaube hier auch. Was ist das? Blech? Ach, leck mir am Arsch. Ach ne, scheiß die Wand an. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Eine Mittelaltermünze, ein Händelheller. Ach, ach du Kacke, ey. Ja, komm. Soll ich die an. Ist die. Na komm, weg runter. Ja, ein Händelheller. Ein Handheller. Ich sage Händelheller, Handheller, ich weiß nicht. Ihr könnt ja in die Kommentare hinterher reinschreiben, wie es richtig ist. Jetzt ist er nach unten gefallen. Und da freue ich mich mehr als wie über jede römische Münze oder irgendwas. Weil ist bei uns ziemlich selten solche Funde. Okay, dann hole ich euch nachher beim nächsten Fund wieder mit dazu. Bis später. So, da bin ich wieder. Hier habe ich ein leichtes Mischsignal. Ich denke mal, ihr könntet hören, so ein Quietschen. Geht rund auf 49. So, ich lege es mal weg.
Oder es ist tiefer diesmal. Also kein sauberes Signal auf jeden Fall. So, mal einen Jutenspatenstich rein. Und dann nochmal einen. So. Spaten beiseite. Detektor in der Hand. Und dann wollen wir gucken. Ja, es war tiefer. Jetzt kommt es auf 59 und fast sauber. So, Detektor weggesetzt. Pinpointer genommen. Na? Draußen? Ja? Ja. Ah, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Oder? Doch. Ja, na, och, ja. Es ist ein Fibelbruchstück, aber ein schönes. Ein schönes Fibelbruchstück. Also, ich will jetzt auch nicht drüber reiben. Vielleicht ein bisschen im Schatten. Hier könnt ihr erkennen, hier waren Steine drin. Oder ich sag mal, was heißt Steine? Hier war Emaille drin. Glasbasteneinlage, wie auch immer. Könnt ihr sehen. Ja, auch von der Patina her noch sehr schön. Wieder ein Stück Meergeschichte gerettet. Ja, entweder war es schon immer kaputt gewesen, aber ich glaube eher, das hat der Flug gemacht. Da wird bestimmt nur die Nadel weg gewesen sein. Der Rest, der ist durch das Flühen weggekommen. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fund wieder. So, hier bin ich mal wieder mit dem 64er Signal. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen und hören. So, ja, jetzt habe ich leider gerade auf den verkehrten Knopf gedrückt. Nochmal ein 64er Signal. So, ich werde den Detektor mal wieder weglegen. Ach, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich hoffe, dass wir auch direkt den richtigen Punkt haben. Hier muss er frei sein. Und auch gar nicht mal so tief. Ist es das schon da oben die Kante? Na, mal gucken. Ne. Glaube ich nicht. Ja. Auf jeden Fall ist es in dem Haufen da irgendwo drin. Und man hört es jetzt ganz wenig. Das wird bestimmt ein Stück Blech sein oder was auch immer. Was ganz Kleines. Aber ihr seid ja mit dabei. Ah, mir läuft die Nase wie sonst was. Ja. Ja. Oh, ist das wieder so klein. Das ist wieder so klein. Okay, nochmal den Detektor nehmen. Ach, ist das ätzend, ey. Glaubt es mir. Also hier muss es sein. Irgendwo. Ätzend. Kann ich euch nur sagen. Mit einer Hand filmen, mit dem anderen detektieren. Aber ich weiß auch nicht, ob ich da einen langen Film heute mache. Da habe ich ja keinen Bock drauf. Na? Da hatte ich doch gerade ein Signal gehabt. Na. Wie gesagt, ich hole euch gleich damit zu. Ich mache jetzt mal aus. Weil, wie ihr selber seht, ist das totale Scheiße. Mit einer Hand filmen und mit dem anderen detektieren. Wenn ich was gefunden habe, zeige ich es euch. Bis gleich. So, jetzt kann ich euch zeigen, was das ist. Ja, mein Pinpointer, der ist immer noch am Hupen. Weil er am Spaten liegt. Das ist ein klitzekleiner Volli, der hochkant im Boden gestanden hat. Deswegen haben wir ihn auch eben nicht direkt gefunden. Also hier, der wird aber auch, glaube ich, nicht mehr so gut sein. Aber wieder eine römische Münze. Okay, ich hole euch nachher wieder mit dazu, wenn ich wieder ein neues Signal habe. Bis dann. So, hier bin ich wieder. Wieder ein 59er Signal. Geht hoch auf 60. So, nehmen wir den Detektor wieder weg. Und schauen mal, was das ist. Gucken, also draußen. Das ist immer. Ja? Ja? Ja, das ist draußen. Oh, jetzt knackt das aber nur noch. So, wo haben wir das? Ja, mal ein bisschen den Zoom kleiner machen. Der ist nämlich viel zu hoch.
Ja, schaut. Da ist es. Oh, ich sehe es. Ich glaube, ich werde dich spüren. Ich hätte an dem Acker heute nichts gedacht. Aber ich sage jetzt mal, das ist jetzt keine Schönheit. Aber die nächste Fibel. Zwar total verbogen, aber diese ist diesmal komplett. Also das heißt, Nadelrast, alles. Das ist eine einfache Soldatenfibel. Wie gesagt. Ach ja. Ja, dann wird es ja doch für euch ein schönes Video, sage ich jetzt mal. Auch wenn ich es mit dem Handy jetzt filme. Ich hoffe, es kommen noch ein paar schöne Funde. Auch für mich allein. Damit hätte ich heute nicht gedacht. Echt nicht gedacht. Nicht. So. Hier habe ich wieder ein Signal, ein 75er. Sehr laut. So, nehmen wir mal den Detektor weg. Ihr seid wieder mit dabei. So, gucken, ob es draußen ist. Na, wo ist es? Oh, ich glaube, ich sehe was. Oder? Doch, ich sehe was. Splitter oder was ist das? Okay. Hier vorne ist es. Was ist es? Nee. Oh. Es wird ein Gefäßefuß sein. Wieder so ein Grappenfuß. Ja. Ich gehe da mal von aus, dass das ein Grappenfuß ist. Ja. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Foto wieder. Bis später. So, hier bin ich wieder. 64er Signal. Es wird auch immer dünner momentan mit den Funden. Aber hier vorne muss noch was sein. Ach Mann. Ich habe schon so wieder so viel Schrott mittlerweile ausgegraben. Aber das liegt nicht tief. So, wollen wir mal gucken, ob es schon draußen ist. Ja, ist draußen. Kann man den Pinpointer nehmen. Kann man was sehen? Ich hoffe ja, dass die Kamera nicht so verschmiert ist. So. Jetzt nehmen wir den Pinpointer. Ja. Da? Ist das so klein wieder? Okay, hierbei irgendwo. Ja. Was ist es? Ach, wieder ein Nadelkopf. Oder ein Ziernagel. Ziernagel. Kann auch ein Ziernagel sein. Oder ein Nadelkopf. Dann wäre das heute Nummer 2. Ja, ich habe ja 2 Fibeln. Aber jetzt auch 2 Nadelköpfe. Okay. Dann bis zu einem weiteren. So, hier noch was ganz Kurzes. Von einem römischen Glasarmreif. Habe ich ein Teil gefunden. Schön. Ah, kann man das sehen? Ja, ne? Mit schönen Rollen, schön verziert. Ja. Okay. Dann bis nachher. So, hier bin ich mal wieder. Mit dem 85er Signal. Geht hoch auf 86. So, nehmen wir mal den Detektor wieder daneben. Und das wird auch nicht so tief sein, weil es extrem lang. Oh, und da sehe ich, da ist die Münze schon raus am Kippeln. Mal gucken, ob man das einfangen kann. Also ich gehe mal näher ran. Hier ist sie. Oder ist das überhaupt eine Münze? Doch und ja. Ja, nach der Dicke her und Kälte. Na, du Atuka wird das sein. Mal gucken, ob ich das einfangen kann. Ich glaube, ja, da sieht man das Pferdchen, glaube ich schon. Oder ein Teil von dem Pferd. Mal gucken, ob ihr es auch schon direkt sehen könnt. Mal gucken, ob wir es scharf stellen können. Na? Hier kann man es schon erahnen.
Da, so kann man es erahnen. Da seht ihr das vielleicht hier, der Körper, das Bein nach vorne. Und auf der anderen Seite wird dann der Wirbel sein. Ja. Und Kälte auch noch dabei. Ja, heute kommt alles scheinbar. Okay, bis dann. So, hier bin ich wieder mit dem 69er Signal. So, stehe ich erstmal den Detektor wieder daneben. So. Und dann wollen wir mal gucken, was das ist. So tief ist es nämlich nicht, weil der Ton ist ziemlich laut. Daran kann man ihn erkennen, eigentlich. So. Wird auch ein ganz kleines Teil sein. So, Detektor wieder hinter, wieder an. Na, wo haben wir es? Ja, ich sehe es. Das ist ein Volli. Na, kann man jetzt sehen? Ja, ne, da kann man schon was drauf erkennen. Ah, so ein bisschen erahnen, sagen wir es mal so. Okay, eventuell kommt jetzt nicht mehr viel, weil ganz ehrlich, ich habe keine Lust jedes Mal mit dem Handy. Ihr wisst ja, wie viel Schrott ich ausgegraben habe, wie oft ich das Handy schon draußen hatte. Keinen Bock mehr. Aber wenn was Gutes ist, dann filmen wir jetzt vielleicht nach. Okay, bis dann. So, hier mal ein Sichthund. Ja, ist ja klar, ein römischer Ziegel mit, ich glaube, das ist ein Katzenfuß, oder? Katzenabdruck oder vom, ja, vom, auf jeden Fall vom Kleintier. So könnt ihr das mal sehen, dass man dann auch noch schöne Sichtfunde machen kann. Okay. Dann bis auf ein neues. So. Hier eine schöne 75er Anzeige, schönes Signal, sauber. So, schwisch mal wieder alles hin. Nimm den Spaten und grab mal aus. So, müsste eigentlich schon draußen sein, weil auch eine Tieflacht vom Geräusch her. So, liegt da oben im Haufen bei. Ah, erstmal alles weglehnen. So einen Pinpointer. Dann schauen wir mal. Ah, ich kann nämlich mittlerweile auch schon nicht mehr. Ja, hier in einem Klumpen? Nein. Na? Doch? So. Ach, da seht. Da ist eine Münze. Und Volli. Und ich glaube auch einer in einer guten Erhaltung noch. Ein kleiner. So könnt ihr das ja sehen. Aber ihr seht es ja hinterher sowieso, wenn die Sachen sauber sind. Da hänge ich sie ja noch mal zum Schluss an. So, ich denke mir mal, das wird heute mein letztes Signal hier auf dem Acker gewesen sein. Jetzt gleich mache ich am Auto die Zusammenfassung. Und ja, dann sehen wir uns spätestens nachher wieder. Bis gleich. Ja. Hallo zusammen. Ihr wundert euch bestimmt jetzt, warum in dem Video kein Abspann von meinem letzten Suchgang hinter dem Video ist. Ja, das hat Folgendes damit zu tun. Es hat natürlich auch nicht mein Handy aufgenommen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe zwar auf Aufnahme gedrückt, aber es ist keine Aufnahme erfolgt. So, ihr seht ja, ich bin hier gerade beim Schneiden und da fiel mir das Ganze auf, dass ich keinen Abspann habe. Darum machen wir den Abspann jetzt. Ohne, sag ich mal, Fundzusammenfassung vor Ort. Die Fundzusammenfassung an sich mache ich ja immer mit, was habe ich an dem Tag alles gefunden. Schlechte Funde, sowie die Funde, die ihr jetzt im Video seht. Aber da ich die Funde schon gereinigt habe und auch schon die Fotos gemacht habe, kann ich euch auch jetzt keine dreckigen Funde mehr präsentieren. Es sollte jetzt als Abspann dienen. Das, was ich jetzt hier mache, das ist echt lächerlich manchmal. Ich weiß. Aber das ist
reales Videoleben bei Brüche. Ja, ne? Also wie gesagt, ich und Videos, wir werden nie Freunde werden. Das Suchen ja, aber Video nein. Okay, euch möchte ich nochmal grüßen und einen großen Dank aussprechen, da ihr immer meine Videos guckt. Ich meine, ich habe eine kleine Gruppe, die das guckt, natürlich nie so eine riesen Fanbase wie die anderen Leute. Ja, das hat da was wohl mit zu tun, die Qualität meiner Videos. Aber das ist eben nichts Gestelltes, das ist real life bei mir. Okay, dann habt euch wohl. Ich wünsche euch viel Glück bei der Suche. Ja, ihr werdet bestimmt noch einiges von mir sehen. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss, euer Markus. Ciao.